Das hier ist eigentlich ein Wasserpark nahe Dallas. Doch jetzt ist es eine fast märchenhafte Eislandschaft. Wie aus einer anderen Welt erscheint auch dieses Gewirr aus Highways, verlassen, fast autolos, verschneit und still. Eiskalt erwischt wurden die Bewohner von San Marcos. Weil quasi alle Supermärkte und Geschäfte zumachten, blieb ihnen nur Schlange stehen vor diesem Walmart. Der Gouverneur erklärte für sämtliche 254 Landkreise den Notstand. Das hat es winterbedingt in Texas noch nie gegeben. Meteorologen registrieren Temperaturen von minus 10 Grad, gefühlt wegen des Windes minus 30 Grad. Normalerweise sind es jetzt ca. 15 Grad plus. Was wir hier auch in den nächsten Tagen erleben werden, hat es so in der Geschichte von Texas noch nicht gegeben. Und das heißt, dass wir uns alle auf diese extremen Bedingungen vorbereiten müssen. 3 Millionen Texaner sind momentan ohne Strom, die Reparaturteams im Dauereinsatz. Der Schneefall hält an, im Laufe des heutigen Tages wird ein neuer Temperaturtiefpunkt erwartet und damit steigt auch die Gefahr auf den Straßen. Dieser Mann wird beinahe von einem Auto erschlagen, das von der Fahrbahn gerutscht war. Er rutscht auch in seinem Pickup-Truck, aber anders. Man muss schließlich das Beste aus der historischen Wetterlage machen.